So, herzlich willkommen zum Bundesligaspiel Hamburger Polo Club gegen Rot-Weiß Köln. Von meiner Seite wie immer Christoph Wolfer-Plass, herzlich willkommen. Ja, danke Freddy Ness. Ach, das ist ja
hier gemeinsam immer. Stehen hier so ein bisschen halb im Regen. Es hat leider einen Tick angefangen, aber wir werden das hier irgendwie durchziehen. Die Jungs sind schon ziemlich weit mit der Vorbereitung. Die Schiedsrichter kommen hier auch gerade rüber, haben sich warm gemacht. Ja. Michel Meister, Christian Bress heute. Anzeige zeigt noch 3 Minuten 40. Dreieinhalb Minuten, dann geht's hier los zum weiteren Topspiel. Gestern die ersten Herren mit einem starken Spiel gegen Uhlenhorst Mülheim. Generell ein tolles Hockeyspiel gesehen gestern. Zwei super Mannschaften. 1-0 konnte Polo gewinnen. War wirklich ein tolles, schnelles Spiel. Sehr beeindruckend. Und ja, heute der Gegner auch nicht so schlecht. Rot-Weiß Köln. Nee, 4 Spiele, 4 Siege bisher in dieser Saison. Die haben noch am wenigsten gespielt in diesem Jahr von allen Teams, aber dafür eben auch wirklich verlustpunktfrei. Gestern klares 3-0 gegen UAC in Hamburg. Das heißt, die haben also auch schon hier in der Hansestadt ein Spiel hinter sich in diesem Wochenende. Mal gucken, wer die Spiele besser wegsteckt. Polo mit der gleichen Aufstellung wie gestern, komplett. Ja, genau. Immer noch ein bisschen also verletzt oder krank Benjamin Köbel. Reece Smith leider, gerade am letzten Freitag operiert worden. Ist aus England gekommen und nach einer langen Verletzung sich zurückgekämpft und unglücklicherweise im ersten Spiel gleich eine Verletzung im Mittelfuß und musste operiert werden. Ist auch eine Schraube da drin. Ja, noch 8 Wochen habe ich gehört, 6 oder 8 Wochen, genau. Von unserem Mitglied Kaspar Gundlach operiert worden. Und hoffen wir, dass es ihm, oder ist ihm zu wünschen natürlich, dass er schnell wieder fit wird. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, gleiche Team. Nick Woods wieder am Start nach seiner längeren Verletzungspause. Was heißt längeren? Er war natürlich kurze Spielpause gehabt und dann war er verletzt. Eigentlich sollte bis 6 Wochen irgendwie aussetzen. Jetzt ist er noch 3 Wochen. Hat er gesagt, es reicht. Jetzt will ich wieder spielen und ja, deswegen geht es hier gleich los. 2 tolle Teams. Rot-Weiß natürlich, ich würde sagen, schon trotz des Kaders ein bisschen favorisiert. Natürlich gut aufgestellt. Ich sehe Tom Grambusch nicht. Nee, Tom ist irgendwie hat eine Verletzung. Ja, der hat ja wohl länger irgendwie so eine Schambeinverletzung. Genau. Und spielt dann teilweise auch, setzt da richtig mal lieber aus. Und aber trotzdem sonst immer noch sehr viel, sehr guter Kader, auch viele gute junge Spieler, die sie gerade einbauen. Wechselt auch ein bisschen durch. Also gestern hat Tom Stahl gespielt, einer von 2 17-Jährigen neben Paul Babic da in dem Kader 2-6er. Ja, der Warbeck spielt, glaube ich, auch. Titus Warbeck müsste auch. Nee, ist heute nicht dabei. Ach, heute nicht dabei. Nee. Okay, gut, aber das zeigt, ich glaube, Rot-Weiß hat ja auch. Justus Warbeck? Justus. Genau, ja, der ist dabei. Ja, genau, der ist dabei. Ja, sorry, der ist dabei. Und heute spielt halt Aaron Flatten dann auch wieder mit. Also alle irgendwie in irgendwelchen Jugendnationalmannschaften beim DRB. Der kommt ja aus Frankfurt, ein Riesentalent. Der Holzmüller ist natürlich stark aus München gekommen. Genau, der ist zu dieser Saison neu dazugekommen. Ist ja Hamburger Struthoff dabei. Genau. Der ist auch dabei. So, und dann sind Leute wie Christopher Rühr noch dabei. Und Mats Grambusch, auch nicht so Timo schlecht. Timo Orus. Ja, also das ist schon eine tolle Mannschaft. Genau. Aber ich glaube, der Polo hat sich ja ein bisschen gesteigert und hat sich wirklich vor allen Dingen, das war ja so ein bisschen in den ersten Spielen nicht ganz so perfekt, nehmen wir mal Frankfurt das erste Spiel ein bisschen außen vor, aber gegen UAC auch schon in der Defensive viel, viel stärker gearbeitet und ich glaube, das wird auch, heute muss man eben, der Schlüssel wird es sein, dass sie auch gegen Rot-Weiß so diszipliniert spielen wie gestern. Das war schon wirklich gut, relativ wenig zugelassen. Das stimmt. Gegen Top-Stürmer und ich glaube, dass die Mannschaft auch sehr, sehr verinnerlicht jetzt, dass es eben ohne diese Defensivarbeit und diese Einstellung einfach nicht funktioniert. Ja, wir haben ja hier ein sehr, sehr schönes Duell damals zur Einweihung dieses blauen Kunstrasens, genau, zwischen diesen beiden Teams kommentieren dürfen. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Mal gucken, ob das Spiel heute da anschließen kann. Ja, wäre natürlich schön, dass wenn die Herren heute Punkte holen. Leider haben unsere Damen heute ja ein bisschen unglücklich verloren, ihr Spiel gegen Krefeld. Ja, 0-1. Tollem Spiel gestern gegen DSG Düsseldorf, aber wie es manchmal so ist, dann ist der zweite Gegner vermeintlich schwächere. Man kriegt nicht so ganz den Druck auf den Platz und da noch viele Ecken vergeben und Chancen mit Pfostenschuss. Aber ist jetzt so, stehen trotzdem alles gut da, spielen gut. Trotzdem sind wir natürlich ein bisschen traurig. Jetzt hoffen wir, dass die Herren uns dementsprechend ein bisschen, heute dann noch ein bisschen belohnen und auch die paar Zuschauer, die es im Moment noch sind, aber es kommen jetzt mehr und mehr. Ist natürlich bei dem Wetter nicht so schön. Und unser Livestream ist natürlich auch extrem gut, da überlegt man sich vielleicht auch mal zu Hause zu bleiben.
Eigenlob stinken. Nein, alles gut. Ja, so, vor allen Dingen, wenn wir das anrichten. Gut, jetzt stehen die Mannschaften hier bereit zum Einlaufen. Genau, Polo steht hier schon mit den beiden Schiedsrichtern oder Schiedsrichterinnen. Ja. Und Köln schwört sich noch ein. Genau, das mögen Schiedsrichter auch sehr gerne, wenn man sie dann warten lässt. Ich war gespannt. So, Balljungen positionieren sich auch. Und ja, bin gespannt, freue mich. War wirklich, wir haben jetzt hier zwei tolle Gegner hier für die Herren und zwei tolle Spiele. Werden das bestimmt das zweite heute auch. Und, ja, die Stimmung ist auch gelöst. Also wenn du hier die Mannschaft anguckst, die strahlen alle, die haben Bock drauf. Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch nach dem 1-0 gestern gegen Mülheim so ein bisschen der ganz große Druck weg. Kann also hier jetzt wirklich voll gelöst in diese Partie gehen und das macht natürlich auch Spaß, gegen so eine Mannschaft zu spielen. Ja, wir haben es ja gestern auch schon gesagt, man darf das immer eben nicht unterschätzen. Wir haben ja in Deutschland auch diese ominöse Pool-Regelung, die eigentlich ja es auch sonst in keiner Liga gibt in Europa. Es wird auch darüber nachgedacht, das wieder anzunehmen. Es war ja eher so ein bisschen mal Corona-bedingt und eigentlich ist es ist der Pool natürlich, den Polo hat schon echt heftig mit 5 absoluten Top-Mannschaften. Das ist wohl wahr. Aber das gut, muss man sich, wenn man es dann, wenn man durchkommt, ist es natürlich auch gut, aber deswegen war es auch gestern wichtig, diese Punkte zu holen. Und ja, jetzt sind die Mannschaften bereit. Da immer noch sehe ich hier Wolfgang Kluth bei Rot-Weiß-Köln. Genau, die Legende. Die Legende immer noch auf der Bank. 70 Jahre, ja. 70 Jahre auf der Bank, das hat er noch nicht, aber... aber ich weiß nicht, ob er schon 70 ist. Kluti, doch, ja, ich glaube schon. Kommt er jetzt nah ran, auf jeden Fall. Ja, ja. Und Alice Weißweiler ist, glaube ich, auch schon, also obwohl sie natürlich noch viel jünger ist, aber gefühlt seit Jahrzehnten als Teammanagerin dabei. So, jetzt gehen die Mannschaften hier zur Mittellinie. Das ist auch neu eingeführt hier, dass die Mannschaften hier so einlaufen, sich stellen. Und, ja, man hätte jetzt vielleicht sagen sollen, dass die Führungskamera inzwischen auf der anderen Seite ist, aber gut. Ja, wäre, ist es stimmt? Ja, gut, ja, dann sehe ich nochmal. Jetzt gehen sie, alles aber gut. Da sieht man sie jetzt ja auch, alles gut. Ja, einmal abgeklatscht. So, ein paar Sachen, die sind ja auch gut, wenn man die übernimmt. So, sind ja auch viele Leute, die sich gut kennen aus der Nationalmannschaft oder gemeinsam auch gespielt haben bei dem, in den Mannschaften. Und Pisi Müller ja auch mit einer Kölner Vergangenheit. Und ja, unser Trainer auch, ne? Unser Trainer auch, genau, stimmt. Absolut. So, jetzt geht es zum sogenannten Grummeln. Die Mannschaften kommen hier nochmal zusammen. Da gibt es nochmal die letzten Aussagen. Einschwörung, meistens vom Kapitän oder sie haben einen, der federführend das macht. So, dann kann es gleich losgehen. Ja, freue mich drauf. Wird bestimmt jetzt eine Sache. Ja, jetzt kommen da doch tatsächlich noch ein paar Leute auch. Wahrscheinlich auch im letzten Moment, dass sie überlegt haben bei dem Wetter. Und, aber es war eigentlich versprochen worden, dass es jetzt aufhört zum Spielen. Aber es ist ja schon besser geworden. Genau. Jetzt, also. Ja, das ist nicht beschweren. So, das geht relativ schnell hier bei den Polo-Jungs. Bei Köln dauert das ein bisschen länger. Die wollen natürlich ihre weiße Weste behalten. Polo möchte sich weiter oben festsetzen. Und hat einfach natürlich hier. Ich würde nochmal alles hier 60 Minuten in die Waagschale werfen. Wir haben jetzt ein bisschen Nachteil, dass sie nicht durchwechseln konnten. Wie gesagt, der Kader ist ein bisschen klein, bis sie dann ein paar Verletzte und haben dann jetzt dementsprechend keine Wechselmöglichkeit. Aber zum Glück ist es ja so, dass inzwischen erlaubt ist, einen Spieler mehr auf der Bank zu haben im Vergleich zum letzten Jahr. Das heißt, wir haben 6 Feldspieler auf der Bank. Das ist natürlich schon mal ein Vorteil. Wenn man dann gerade im Sturm, wo ja unglaublich viel nach hinten gearbeitet wird, das ist ja, wenn man das mal sieht, gibt es ja nicht mehr, dass da irgendwie ein, zwei Spieler mal vorne parken und warten, sondern alle hin und zurück. Und das ist natürlich super, wenn man dann auch gleich mal eine Dreierreihe quasi so ein bisschen wie beim Eishockey durchwechseln kann. Das ist schon auf jeden Fall hilfreich. So, los geht es. Genau. Schiedsrichter, Torhüter machen gerade noch die letzten Sachen. Eckenmasken werden zurechtgelegt. Und Tor jetzt ja bei Köln. Danneberg, der ja sich jetzt letztes Jahr noch hinter dem, du kennst den Namen besser, belgischen Nationaltorhüter, den man hinten anstellen musste. Aber jetzt ist er hier Nummer 1,
im Tor. So. Genau, hier und Nummer 1 in der Nationalmannschaft ja auch. Also genau, hat er sein. Das war ja die Absprache, dass er die Europameisterschaft spielt. So, kommen wir zum Spiel. Gleich geht gleich gut los hier. Ja. So, man sieht es, man hört es gleich wieder, diesen Unterschied. Hier ist richtig was los. Ja. Diese Akustik und die Kommunikation ist halt eine ganz andere. Zwei Mannschaften, die auf jeden Fall mit der Raumdeckung spielen, da muss man natürlich noch viel mehr durch. So, Niklas Bossauf wieder hinten in der Verteidigung. Hat er jetzt ja mal ein paar Spiele als sogenannter Sechser gemacht, aber muss er jetzt auch unterfüttern. Der Mann bleibt noch innen. Ja, sehr gut gemacht. Ich sag Björn, du sagst den Nachnamen. Schitter, hey. Okay, danke. Gerne. Guter Spieler aus München dazu, kommt als junger Spieler, sympathischer Spieler. Ganz netter Kerl. Ja, der hat letztes Hockey. Genau, letztes Jahr noch mit Philipp Holzmüller zusammengespielt, der jetzt bei Köln als Neuzugang dabei ist, ja, in der Verteidigung. Bittere Abgänge für MSC, aber gut, ja, sind abgestiegen. Das ist ja leider immer das Problem, wenn man die Liga verlässt, gehen die Guten auch relativ schnell. Wir haben ein bisschen Glück, dass der Vorteil genommen wurde. Aber es nicht zu erwarten, dass er da so durchkommt. Ein bisschen viel Platz, finde ich jetzt. Gut abgefangen. Okay. Oh ja. Das ist sehr wichtig gewesen. Ganz wichtig geblockt. Ja. Ja, Mats Gramos raus mit dem Ball. Sehr gut. Muss auch auf Abwehrverhalten. Ja, hier kommt noch ein anderer Ball von der anderen Seite. Ja, das kann mal passieren. Ich weiß, dass unsere Balljungen auch großen Respekt hatten vor den ganzen Nationalspielern, die hier spielen. Ja, ist auch bei den Herren ein bisschen anders als bei den Damen. Da wird man auch mal angeschnauzt, wenn der Ball nicht gleich kommt. Da war es gestern nur eine Spielerin, von der wir uns vorstellen können, die was gesagt hat. Ansonsten, das ist gut. Ja. Ja, muss man eine Ecke geben. Ja, so, der Ball wieder im Spiel. Ja, wird Elian Mats kurz zurückgepfiffen von seinen eigenen Jungs, weil die hier wechseln wollen. Er hätte gern schnell gemacht. Sauber gehört. Das ist ein bisschen, was mir auffällt. Ich habe das Gefühl, wenn es nur so ein bisschen klackt, dann kriegt man relativ schnell einen Freistoß gegen. Wenn man sauber der Ball gespielt wird. Ah, Traumball. Das ist der typische Tizi Müller-Ball. Der guckt ganz woanders hin und lässt ihn dann abrollen. Ganz schwer zu sehen für einen Stürmer oder für einen Abwehrspieler, da, wohin der gehen könnte. Ja, läuft ein bisschen sehr weit weg. Aber sehr aggressiv mit dabei, aber gut gelöst, muss man sagen, stark gemacht. Ja, das war Luis Höchemann, ist auch einer von den Youngstern bei Köln. Ja, die muss man sagen, dass Köln ja auch gesagt hat, meine, ist ja auch so, dass Köln ja auch natürlich viele Spieler externe geholt hat. Und wieder in die Erfolgsspritze, man darf nicht vergessen, dass die ja auch dann tatsächlich auch mal zweite Liga gespielt haben. Dann ja sehr stark externe Spieler geholt haben, auch für sich jetzt gesagt haben, kann ja nicht sein, wir haben so eine gute Jugendarbeit. Oha. Ah ja. Ja, wir sind cool. Souverän, aber, ja. Aber haben jetzt auch für sich auch ein bisschen das Konzept, wie es jetzt viele Club haben, ist ja auch bei uns, haben wir ja auch schon erzählt, jetzt wird jetzt auch der neue Saison so sein. Haben gut was entwickelt, ja, ja, kann man nicht anders sagen. Gesagt, genau. Die haben eine tolle Jugendmannschaft, sind deutscher Meister, in der B-Jugend geworden. Ich weiß nicht, ob A-Jugend, glaube ich, auch. Aber das musst du die Spieler irgendwann mal bringen. Dann willst du das, kannst du ja nicht, wenn du sie dann hast, wenn du diese Durchstrecke überstanden hast, dann macht das natürlich Sinn. Und da sind ein paar gute Jungs dabei. Ja, einer spielt hier mit Gesichtsmaske, das ist der Paul Babic, der hat sich die Nase gebrochen. Genau. Da wäre er jetzt dran gewesen.
fast. Der Paul Stahl hat halt gestern gespielt, also die kriegen alle jetzt so ihre ersten Einsätze. Justus Wahlwerk gehört auch dazu. So, eigentlich ist ja auch noch ist der dabei, der Sohn von Volker Fried. Der ist heute nicht, der ist an diesem Wochenende nicht dabei. Okay, also der ist ja auch ganz stark entwickelt gemacht. Genau. Das war der, das war Seitz, der, genau, der Vater hat auch früher, genau, auch ein Eigengewächs, genau. So ist es. So, jetzt ist jetzt, ja, es ist eben die Frage, wer ist da 5 und wer hätte 5, genau. Da waren die Verteidiger halt, kriegen da den Vorteil von Michel Meister. Ja. Sehr gut. Oh, sehr stark. Oh, da geht er durch. Sehr gut. Ja. Gegen, ich glaube, es war vorher. Genau. Jetzt kommt Babic hier über die Seite. Ja. Ah, steht er vor. Einfach, aber gut abgefangen. Ja. So, jetzt für uns, jetzt mal einen schönen Schlenzball vielleicht. Ja, aber es war jetzt keiner vorne. Jetzt ja, wäre Golden vorne gewesen. Hier, aber sehr, sehr gut, sehr schön schnell ausgespielt. Der Bart jetzt hier. Ja, ein bisschen härtere Pässe wäre gut. Ja, jetzt kommt mal der ganz lange Ball, genau. Aber gut von Jojo Große aufgepasst. Ist ja auch ehemaliger Hamburger beim Club an der Alster. Von Berliner. Ja, genau, richtig. Ganz, also. Hobbyfamilie und dann. Schwester war hier auch mal im Polo-Club als Trainerin und Vater sehr guter Spieler bei Zürich. Gut abgefangen. Ja, Thies Prinz. Gut geholt. Sehr gut geholt. Gute Technik, aber stark von Krümel. Das ist halt Krümel. Ja, und jetzt müsste er den geraden Ball spielen. Ach, schade. Golden war da. Links. Ah, das ist das, was. Hat er nicht gesehen. Ja, das ja. Haben wir ja gestern schon gesagt. Ey, echt ein super Spiel, aber guck mal dazu. Ja, gut. Ja. Muss man auch mal Glück haben. An der Grenze. Genau. An der Grenze. Aus unserer Sicht gut. Nummer 21. Eine kleine Ermahnung. Vorschieb halb! Ja, das auf jeden Fall hat sich ja so durchgesetzt, das ist ein guter Ball. Schade, leider ein bisschen verstoppt. Ja. Schöner Ball von Niklas Besser. Ja, aber dafür ist Müller da. Ja, der holt ihn. Ja, ist korrekt, aber muss er auch haben. Sonst wird's nicht schön. Oh, was war das denn? Ja, über die Linie. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Ja, wie gesagt, jetzt wieder in der Innenverteidigung hat sich ein bisschen etabliert bei Polo mit Tizi Müller und Kane Russell. Kane ja bisher in der Außenverteidigung gespielt. Aber das hat sich ein bisschen etabliert und funktioniert auch gut. Beide natürlich ein gutes Auge von hinten raus. Kane auch, wie gesagt, einen natürlich extrem guten Schlenzball. Harten Pässen auch. Oh, auch. Das war eine Challenge. Ja. Ja, sind jetzt knapp 10 Minuten gespielt, auch relativ hohes Tempo, auch nicht so zwingende Torchance noch gar nicht, aber trotz allem. Ja, natürlich auch Respekt, die Mannschaften voreinander, da haben wir vergessen, beides sehr gut, ne? Aber jetzt gibt es hier einmal links. Ja. Thies Prinz, oha, gut aufgepasst, aber sehr gut aufgepasst von Niklas Gast, genau.
Auf jeden Fall Köln sehr offensiv. Vorne, sorry, dann natürlich sorry. So. Das wollte er nicht. Hau dir was, komm. Ja, das ist gut. Er kann das. Ja, das hast du ja gestern schon gesagt. Aber einfach geradeaus weitergehen. Macht eigentlich den richtigen Move, finde ich. Ja, ich mag den total als Spieler. Ich glaube, dass er sich noch einfach noch mehr, finde ich. Guckt halt sehr immer dann nochmal nach hinten. Mir fehlt manchmal so ein bisschen dann das Auge, wo er sagt, gestern hat er es dann zwei, drei Mal richtig gut gemacht. So, den können wir jetzt mal holen. Ja, da ist er. Schade. Ah, dran war. Ja. Ja, eine Ecke geben. Ja, die letzte Woche eine schöne Variante gespielt, Köln. Doppelpass. Ja, da muss man jetzt Abstand halten. Machen sie aber auch. Gut, ja, reicht. Die Ecke holen, aber gut aufgepasst. Ja. 12 Minuten gespielt, 0-0. So, der wird jetzt durchschlagen, genau, das kennen wir. Ja. Gut gesehen von Björn Schillerhey, dass der durchgeht. So, jetzt sind wir da auch gewechselt. Oh, da hat er sich verletzt. Au. Das war nicht gut. Ja, er ist umgeknickt. Ich fürchte, und zwar ohne Gegnereinwirkung. Das war Fabio Seitz. Das hat wehgetan. Ich fürchte, dass das... Ja, das zeigen sie auch an den Spieler. Oder das scheint irgendwie echt heftig zu sein. Ja, ja. Er muss gewechselt werden. Ja. Er hat auch gerade schon seinen Mundschutz weggeworfen. Das sieht nicht gut aus. Das rechte Knie oder linke Knie, auf jeden Fall war das, fürchte ich, das Knie. Hoffen, weil er steht jetzt wieder. Vielleicht ist es nur der erste, hoffentlich nur der erste Schock. Und vielleicht geht's. Manchmal ist es ja so, dass man dann am Anfang irgendwas. Also wäre mir zu wünschen, also hoffen wir das Beste jetzt. Ja, ja. Aber es sieht nicht so rund aus. Nee, also für heute war es das mindestens. Und ich fürchte leider, dass das ein bisschen länger dauern wird. Gestützt werden muss. Ja, wir wünschen ihm alles Gute, dass das nichts Nachhaltiges ist, sondern vielleicht nur irgendwas Kleineres. Ja, es muss natürlich, man hört man nicht, wir stehen hier eigentlich jetzt ganz interessant, weil jetzt merkt man so die Überlegung hier bei Rot-Weiß, weil sie das natürlich jetzt auch sich überlegen müssen, wir sie ihn ersetzen, wer dann... Oh, da hat er aber sehr viel Glück gehabt. Ja, aber Philipp Holzmüller, aber... Schöner Wechsel. Ja, die Ansage war einfach, Chrissy, das hat er mir auch gemacht. Ja, aus dem Hüftgelenk mal kurz auf die andere Seite rübergeschwänzt. Das ist ja nun, davon lebt er ja auch sehr, dass genau. Er dann halt auch manchmal so ein bisschen scheiden sich auch die Geister an ihm, aber er lebt ja auch davon, dass er dann einfach mal Dinge macht, die womit gar keiner rechnet. Genau. Die müssen dann halt auch klappen, weil wenn sie nicht klappen, dann bist du als Gegenspieler natürlich auch ein bisschen schwierig, aber ansonsten schon starker Spieler. Ja, oh, gut aber gut. Ja. Sehr stark. Und jetzt? Ja. Jetzt kann es mal ein bisschen schneller gehen. Ja, genau. Geht's auch? Da geht es nicht lang. Wasserhoff, Saikaya. Gut, da fand ich es jetzt auch richtig, weil Köln sich doch sehr gut wieder. Ja. Jeder andere wäre da unruhig, wenn Enyan Matskur auf ihn zuläuft und Tizi Müller macht dann eine kurze Bewegung. Ja. Das ist schon immer beeindruckend, ehrlich gesagt, mit welcher Bierruhe der da hinten steht. Absolut. Gut, Erfolg, komm.
Meter voll, kann man sagen. Ja. So, letzte Minute läuft hier im ersten Viertel. Doch noch trotz des Regens die Zuschauer kommen hier auf beiden Seiten zu sehen. Ja. Man muss fairerweise sagen, bisher sind wir gut mit dem Wetter durchgekommen. So, jetzt aber nochmal stören hier, 3 Sekunden vor Schluss, nicht so lange. Gut, ja, gut, Frau Müller. Aber dann müssen wir jetzt auch. Gut. Okay, wird geholt. Sehr wichtig, 20 Sekunden vor Schluss. So, jetzt aufpassen. Ja. 15 Sekunden reichen Mats Grammusch, um noch irgendwas ganz Gefährliches zu machen, aber so, mal gucken. Gut, ja, von Kane. 5 Sekunden. Ja, okay, das ist die lange Ecke, die wird nichts mehr. Genau. Ja. Ah, das schönes erstes Viertel, also auch wenn es keine Tore gab, aber sehr intensiv. Ja, auf jeden Fall. 2 Top-Mannschaften. Und eine hohe Geschwindigkeit, echt. Absolut gar nichts. Macht richtig Spaß. Genau, schenken sich absolut gar nichts. Aber wie gesagt, noch nicht so die richtig zwingenden Torchancen. Noch keine Ecken auf beiden Seiten. Auch noch nicht so. Ich glaube, beide Tore müssen eigentlich noch gar nicht eingreifen. Aber. Der arme Fabio Seitz ist jetzt noch nicht mal hier. Der kommt jetzt hier gerade um die Ecke. Der braucht richtig lange. Also, das sieht nicht gut aus. Ja. Kommt hier auf die Physio gestützt, gerade um die Ecke gelaufen Richtung Bank. Also, wir hoffen, ist er. Vorsicht! Die Hoffnung ist ja, wenn er dann gehen kann, dass er dann nichts mit dem Kreuzband ist, aber es ist natürlich schon schwierig. Ja. So, die Techniker ziehen sich jetzt hier schon aus, die Kameraführung. Scheint schon ein bisschen zu kalt zu sein da oben. Ja, an dieser Stelle mal einen schönen Gruß an Flori Klausen, Konsti Sass und Jimmy Glage, die hier für den Livestream sorgen. Ja. Bei Wind und Wetter aufgebaut. Definitiv. Nicht so einfach. Danke dafür auf jeden Fall. Die sich hier auch mit der neuen Dyne-Technik eingearbeitet haben. Das ist ja auch nochmal was ganz Neues dann gewesen für alle. So, 20 Sekunden, dann sind wir hier auch schon wieder, dann geht es hier schon wieder los. Christian Bress hat auch gleich schon mal gepfiffen. Ja. Natürlich auch, um die Polo-Kids vom Platz zu kriegen, die dann jede Sekunde nutzen, um hier nochmal ein bisschen auf dem schönen blauen Feld. Ja, ich finde, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist sympathisch. Genau, genau, in anderen Sportarten, ich finde das im Handball, ist das dann irgendwie dann komplett verboten. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die sich dann diszipliniert verhalten, gerade wenn die Ballkids, die das hier auch machen bei Wind und Wetter, wenn die dann irgendwie sagen, die wollen mal ein bisschen ditchen, dann ist das auch in Ordnung. Jetzt sind sie auch alle runter und das zweite Viertel kann beginnen. Genau. Anstoß Rot-Weiß Köln. Auswärtsmannschaft. Hinten bei den Holzmüller und Große. Weiterhin Siegburg hier auf rechts. Mit einem Schlenzer nach vorne, aber da ist auch wieder Tizi Müller. Ja, und Mats Kur war nicht weit genug weg von seinem Gegenspieler. Sehr, sehr, sehr früh gepfiffen. Ja, ist ja auch immer ganz gut, wegen Sicherheit. Der Ball leider nicht von Hugo Ingles. So, ja, ist das auch eigentlich bisher tatsächlich auf beiden Seiten noch keine richtig hochkarätige Chance gewesen. Das war jetzt gut von Ingles, auch schön geholt und den müsste er sogar noch. Ah, nee. Hat er dann im Fall noch hat er lang machen, aber hat dann sich auch der. Hat er zurückgezogen, weil Große kam, das genau, fand ich auch, das ist eine sehr faire Aktion gewesen, weil sonst hätte er den erwischt. Die kennen sich natürlich auch aus der Nationalmannschaft. Absolut. Ein bisschen offensiver, aber gut gelöst ist hier von Rot-Weiß, muss man sagen. Aber gut nach hinten gearbeitet. Sehr gut. Stark, Hugo Ingles. Cool. Jetzt. Ah, hatte die Hand am Mann zweimal jetzt. Oh, der geht sehr hoch. Ja. Das ist der Vorteil laufen, aber gut gepfiffen. Hat den Vorteil laufen lassen. Genau. Ja, gut abgewehrt. Die von Polfenland auch heute wieder mit gutem Spiel. Wie gesagt, gestern schon gesagt, irgendwie Blitz. Er kann meiner Meinung nach auch viel, viel mehr. Ab und zu. War ja mal so ein bisschen ambitioniert mit der niederländischen Nationalmannschaft. Dann hat
blitzt es auf, was er so ist ja wahnsinnig schnell. Ja, sehr zurückhaltender Typ, ne? Das ist keiner, der sich da selbst in den Vordergrund spielt, aber der ist unglaublich wichtig für die Mannschaft, weil der ackert und hat eine grandiose Technik. Genau, und glaube ich, auch noch unglaublich viel Potenzial. Noch mehr ab. So, auch ja, der ist auch gefährlich, genau. Pfeift sie auch. Ja, bisher ist es relativ ruhig. Wir machen das, ja. Er müsste jetzt mal einen Ball anfordern. Ja. Hinter dir steht der da, genau. Hau rein! Ja. Ja, Wutz gerät unter Druck. Aber lässt sich, die lassen sich da auch nicht aus der Ruhe bringen. Ja. Oder ja, genau, Polo schlenzt recht wenig, muss ich sagen. Ne? Ja, weil da auch nicht viele Chancen, gut gemacht. Gutes Defensivverhalten hier gerade. Leon und Christopher Rühr. Ja, stark rausgeholt von Holzmann, aber gut mit da hinten gearbeitet von Puffelin. Ja, ist auch richtig, kannst du auch mal ins Ausspielen, genau. Wenn du so unter Druck bist, weißt du nicht, was vorne hinter dir ist, dann ist das auch mal die richtige Entscheidung, muss man jetzt nicht gleich wieder sich da rauszaubern. Gut gemacht, gut aufgepasst, ganz wichtiger Lauf nach hinten. Ja, das spielt jetzt Aaron Flatten hinten zentral. Eine Innenverteidigung bei Köln, das ist ja zu einfach, aber brillant auch. Aber auch wieder, da siehst du halt, wenn einer ausgespielt ist, ist der nächste sofort da. Ja. Das ist das weitere Thema, dass du einfach sagst, die Disziplin gemeinsam hier zum Erfolg zu kommen, so geht es halt. Oh, das könnte gleich noch was geben. Gut geholt von Leon. Oha. Ist, glaub ich, ja, ich glaube auch, dass da ein Fuß war. Da muss er die Ecke geben. Das würde ich auch so sehen. Also ich hätte jetzt auch gesagt, das ist gefährlich gewesen, aber er hat gebressacht. War eine lange Ecke. Ja, war schon aber, im Aus. Er war vorher im Aus wohl. Also Angel, so, also ich glaube, das war die Entscheidung, sonst hätte er die Ecke gegeben. Okay, also aber vorher einmal über der Linie. Okay. Aber hier ein bisschen Unzufriedenheit, weil sie meinen, dass der Hugo den Ball, Hugo Inglis den Ball mit dem Fuß mitgenommen hat. Ich glaube, da war auch eine leichte Fußberührung. Ja, also aber das ist auch alles, geht hier so fix, das ist so schwer zu sehen für die Schiedsrichter auch. Musst du nochmal ein bisschen falsch stehen hinter dem Mann. Ja, dann ich glaube, das, genau, ich glaube, ich hätte nur einen Pfiff geben müssen, aber er kann sich natürlich für Hugo. Genau, es war ein Vorteil. Aber er hat sich natürlich, kann sich mit dem Fuß dann selber keinen Vorteil. Nee, genau. Jetzt langer Ball, oh, der ist ein schön langer Ball. Ja, Florian Adrians, der den da erklärt. Ja, hier sieht man mal, wie wichtig der Nick Wutz für das Team ist. Der ist der, der da mit Bierruhe wirklich in der vollen Bedrängnis angespielt werden kann. Gut von Olli Binder. Gut gemacht. Wieder. Ja, genau. Ja, es ist halt. Ja, schade. War ein bisschen zu tief für Lasse Mink, den dann noch zu retten. So, da müssen wir mal. Genau. Ja. Wobei er hat. Das sehen wir von hier oben natürlich, das kann sich schwer sehen. Natürlich haben wir den Schläger schön davor. Oh, gut geholt von Steibi. Schnell aufgepasst. So, sieht man jetzt, wie Köln das macht. Drei Leute. Na, leider. Ja, da hat man gerade gesehen, was passiert, wenn man gegen Timo Orus läuft. Der ist wie so ein Felsen. Dazwischen. So, den wir mal ein bisschen unterstellen. Die Technik hält noch hier, trotz Regen. Ja, aber der ist. Und da ist der Push von hinten, genau. Ja, aber. Was, er war echt gut, dann hätte ich ihn schön laufen lassen.
So, jetzt geht es hier leider wieder ein bisschen weiter los mit dem Regen. Das ist schön, hat er sich eigentlich ein bisschen beruhigt. Aber für die Spieler ist es dann, die sind eh auf dem Platz. Auf dem Platz merkst du es nicht. Für die Zuschauer ist es natürlich nicht so schön. Ja, Enzarikaya unter Druck. Ich müsste davon in der Gegend kommen. Ja, aber setz dich da aber. Genau, hätte ich jetzt. Jetzt geht's die Karte für Thies Prinz. Ja, ich denke mal wegen der Kante. Ja, ich denke auch. So, 2 Minuten Überzahl. Für Polo grüne Karte im Hockey bedeuten 2 Minuten im Feld. Gibt dann noch eine gelbe Karte, geht von 5 bis 15 Minuten die Strafe und noch gelb-rot gibt es auch. Klassisch und dann natürlich auch die rote. Aber die grüne ist eigentlich ganz gut. Die anderen Karten wollen wir gar nicht sehen heute. Nee, der ist hübsch, der passt. Leider. Bisschen zu hoch. Ja. Doch, es gibt auch dazu als Regelverständnis, es gibt kein gefährlich beim Hockey. Es gibt einfach nur gefährlich. Und wenn er dann der Meinung ist als Schiedsrichter, dass er das zu nah an den Leuten vorbei gespielt wird, in der Höhe, dann wird es halt gefährlich. So, gut abgedrängt hier. Da muss ich, das ist manchmal so die Lücken. Natürlich dann gefährlich. Aber das Give and Go hier von Christopher Rühr. Sauberes Tackling, gut. Ja, Jamie Golden, der Schotte. Genau. Für den ist das auch eine Tempo-Umgewöhnung hier in die deutsche Bundesliga, aber der macht das richtig gut. Er hat gestern hier auch sehr, sehr gut gespielt. Ja. Auch noch ein junger Mann. Da ist er wieder. Und vorne jetzt auch Lasse Link, auch ein junger Spieler. Ja, Flatten, macht er gut. Ja, Köln lässt gut laufen den Ball durch die eigenen Reihen. Aber Polo verteidigt das auch sehr. Ja gut, aber wir sind eigentlich noch Überzahl, ne? Deswegen. Ja. Die Ecke gegen. Aber es waren vorher ein Fuß von Köln. Also. Und das muss der andere Schiedsrichter sehen. Ja, sie fragt ihn auch, glaube ich. Ja. Aber er sieht aber nicht so aus, als ob er was gesehen hätte. Christian, ich glaube, Bress hat es nicht gesehen. Nee, er schüttelt den Kopf, er hat es nicht gesehen. Dann steht die Ecke. Und die ist sehr ärgerlich. Ja. Ich glaube, wenn die Spieler dann so einhelligt und dann kostet sie ja, dann glaube ich mal schon, dass sie keinen Blödsinn erzählen. Gut, hilft ja nichts. Wir müssen jetzt sehen. Umschalten, konzentrieren. Ja. Ich finde natürlich Tom Grambusch als Haupteckenschütze, aber sowohl Rühr als auch Mats Grambusch können das natürlich auch. Absolut. Keine versierten Eckenschützen, die das in der Nationalmannschaft machen. Wobei Rühr auf der Ablage schon häufig schießt. Von Oris verstopft. Sehr gut gemacht. Sehr clever. Das ist dann immer auch gut, finde ich, wenn so eine umstrittene Ecke dann nicht reingeht, weil dann ärgert man sich nachher nicht. Ja, so jetzt Fotos können wieder komplett. So, jetzt schüttelt es hier mal richtig. Ja, Pascha Gardemann zieht sich auch gerade nochmal den Regenschutz über die Käppi. Weil jetzt kommt hier ordentlich was runter. Ja. Man das so im Screenwalk sehen kann, wie es hier regnet, aber das ist schon richtig heftig. Gut, es ist droht hier kein Abbruch, sondern es ist ja nicht gewittert, aber es ist auch für die Spieler natürlich, den Schläger gut festzuhalten, nicht so einfach. Aber es sind dementsprechend gute Aufgabe. Ja. Paul Smith konnte den da nicht gut festhalten, ja? Nee. Wie immer, wenn man sagt. Ja, Polo jetzt nochmal ganz weit vorne drauf, mit viel Druck. Ja, da muss man jetzt
zu machen jetzt hier. Ja, super, super Arbeit. Stark. Sehr gut geholt. Muss auch für uns gehen. Ja, hat sie auch gepfiffen. Ja. Aber ist jetzt keiner vorne. Hier wird hier gerade gewechselt wird. Also schnell nach vorne ging hier gerade nicht. Immer für noch 4,5 Minuten. Ja, unnötig. Aber gut, ja, gut. Brett noch mal wieder geholt. Brett verteidigt. Ich darf das ja auch mal nicht vergessen. Oh, das ist natürlich gefährlich. Oh, die Ecke, die ist natürlich hart. Aber irgendwie schon vertretbar. Denke ich auch. Protestiert auch keiner. Nee. Da war er gerade wieder drauf nach seinen 2 Minuten Strafe. So, nochmal Brühe und Grammusch. So, 40 Sekunden haben die Mannschaften Zeit, sich aufzustellen. Sowohl nochmal die Ecke zu besprechen, auch das Eckenabwehr zu ziehen. Oh, super, ja, abgelaufen. Genau. Stellst den Mann hoch an. Dann ist es so, wenn er über Kniehöhe ist, auch das, wie gesagt, ein paar Leute gucken ja auch zu, die jetzt nicht zwingend Hockey kennen. Und wenn die dann schwänzen, dann wenn die dann den Ball schwänzen, dann bei der Ecke ja, oberhalb des Schoners geht, also Knieschoners, dann ist es ein gefährliches Spiel. Von daher wurde es auch zu Recht abgepfiffen. Ja, ich finde, man hat an dem Ablauf jetzt klar gesehen, dass Chrissy Röhr jetzt auch nicht 1000 Ecken im Jahr trainiert. Der ist ein sehr, sehr guter Ablageschütze, und aber eben keiner, der jetzt eigentlich da die Nummer 1 zieht normalerweise. Ja. Das sieht dann zum Beispiel bei dem Kane Russell ganz anders aus, wenn der auf die Ecke auf Tor zieht. Und da fehlt dann Tom Grambusch natürlich auch so einer Mannschaft, wenn der Haupteckenschütze nicht da ist. Ist das eben nicht mehr so die Waffe, wie sie sonst ist. Da war ja auch Mink van der Werden noch im Team, also die hatten ja schon... Jetzt wird Rot-Weiß, geht jetzt voll. Ja. Jetzt wird gelöst, das Ding. Ballverlust. Ja, aber holt die sich wieder. Sehr, sehr gut gemacht. Oh. Er hat ihn, meiner Meinung nach, nimmt er ihn genau dahin, aber geil. Gut gespielt. Uwe Inglis jetzt mit einem schönen Ball vorne auf seinen jungen, neuseeländischen Nationalmannschaftskollegen. So, knapp 2 Minuten noch. Etwas mehr. Schiller, hey. Ja, finde ich auch, kann sich mehr trauen rechts, genau, gut. Ja, Inglis nimmt ihn nochmal raus, richtig. Aken ackert hier schon ziemlich. Ja. Und das ist kein so guter Ball gewesen. Aber ja, der Schlag wieder geholt. Aufgepasst von Lide bei dem abgerutschten Schwänzer. Schnell da, so als guter Druckfarbe. Ja, noch 1,18. Da kann man nochmal, also eine Ecke wäre natürlich ganz schön jetzt nochmal vor der Halbzeit. Gut gemacht. Och, schade. Da war er überrascht, dass er den kriegt. Sehr gut aufgepasst vom Boss. Bossi, gut gemacht. Ganz wichtig, ganz wichtige Defense-Arbeit. Das muss man mal nicht die Defense-Arbeit nach hinten. Das ist schon echt stark. Oh, Polo jetzt mit einer Powerplay-Phase. Ja, gerade natürlich eine Ecke holen. Ja, da war. Ja. Nochmal für Polo gepfiffen. Da ist er drin, an die Latte. Schöner Stecher. Schade. Ja.
Ah, nochmal eine schöne Aktion. Ja, letzte 30 Sekunden. Gehen los. Na, Mats Gramosch ist damit irgendwas nicht zufrieden. Ja, er sagt, er hat eigentlich den Freistoß für sich gesehen. Okay. Da gab es Freistoß gegen und er hat eigentlich gedacht, dass er den Ball kriegen, also den Pfiff kriegen müsste. Und, so, letzten 10 Sekunden. Ja. So, da wird jetzt nichts mehr passieren. Nein. Ja, gute Halbzeit. 2 Sekunden. Ordentlich, sind wir durch. Ordentlich was los. Und da nicht so die richtig zwingenden. Jetzt, ja, zum Schluss, jetzt zum gerade, Schluss, genau, also der Lattentreffer. Genau. Gut. Rot-Weiß mit zwei Ecken, muss man sagen. Genau. Aber, allerdings nicht sehr gut ausgeführt. Ja. Und, ich glaube 0-0 völlig, okay, völlig also zurecht. Also, es hat immer mal die eine und mal die andere Mannschaft hier gedrückt, ohne ganz, ganz zwingend werden zu können. Da hast du völlig recht. Mal schauen. We'll be right back.
So, wir sind wieder auf Sendung. Ja, wir stehen wieder in unserer Pfütze hier oben und sehen die Mannschaften aufs Feld kommen. Genau, Rot-Weiß-Köln lässt sich noch ein bisschen Zeit, wie auch gerade beim Anpfiff vorhin. Aber wie gesagt, haben noch eine Minute runterzulaufen hier. Und, genau, Polo ist aber einfach schon mal da. Ist ganz süß hier. Ayn Sarıkaya spielt sich mit dem Balljungen ein. Ja. Schönes Bild. Absolut. Absolut. So, wir müssen aufpassen, dass hier keiner über die Kabel stolpert. Wir müssen hier leider ein bisschen improvisieren. Aber. Ja. Und entgegen der Ansage hört der Regen einfach nicht auf. Müssen wir schon wieder ein bisschen rüber orientieren. Ja, freuen wir uns auf eine schöne zweite Halbzeit. Bisher eigentlich ein gutes, schnelles Spiel. So. Polo zum Schluss mit einer tollen Chance. Stecher von Konstantin Steib an die Latte. Und vorher Rot-Weiß mit zwei Ecken. Ja. Und ja, merkt, du hast es schon gesagt, Tom Grambusch ist verletzt nicht im Spiel. Der ist natürlich der etatmäßige Eckenschütze. Wir noch leider noch gar keine Ecke und haben ja auch eine Waffe, wie man so schön sagt. Also von daher, vielleicht ist das auch jetzt mal eine Maßnahme, sich mal eine Ecke zu holen da vorne, ja, genau. Aber ansonsten finde ich auch heute Polo wieder mit einer guten Leistung und wir haben es schon mehrfach betont und wiederholt, dass einfach dieses Defensivthema sehr, sehr wichtig geworden ist. Und bei allen Offensivausrichtungen ist das halt auch gerade von dem Trainerteam eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Wir wollen einfach totale Disziplin haben und das muss nach hinten gearbeitet werden. Und das tun die Jungs super. Guter Ball auf Steib. Und jetzt geht's hier auch gleich los. Leider ein bisschen in den Körper reingelaufen. Ja. Das sind diese schönen harten Bälle. So, Ayn Sarıkaya. Ja, da ist er. Gut. Genau. Ja, runde ja. Seite muss sie pfeifen, leider. Ärgerlich. Passiert. Genau. Wie gesagt, schon ein bisschen nicht ganz so einfach, mal den Schläger jetzt festzuhalten. Wir haben mal Top-Griffbänder, gibt ja Regengriffbänder, was ganz wilde Sachen. Und, aber ist natürlich auf jeden Fall rutschig. Oh, das war natürlich gut gemacht. Jetzt aber auf jeden Fall wieder zurück schnell. Tun sie auch, alle laufen zurück. Sehr gute Arbeit nach hinten wieder vom Polo. Kann sich wieder jetzt aufstellen. Oh, das ist ein starker Ball. Guter Wechsel. Aber auch wieder gleich hinterm Ball. Alle Stürmer. Sehr gut. Ja, es wird auf beiden Seiten sehr, sehr griffig und tief verteidigt. Sehr stark. Das kann man. Ja, wie gesagt, der Respekt ist natürlich da und dann sind da natürlich auch alle mit einer wahnsinnigen individuellen Klasse und bei beiden Mannschaften natürlich Leute, die dann auch so ein, wenn sie nochmal Platz haben vor dem Sturm, natürlich dann auch dementsprechend mit dem Solo so ein Tor spielen können, schießen können. So, das ist eine gute Idee, aber ja. Aufgepasst. Jan Shadahay, gut aufgepasst. Jan Shadahay, ich hab's jetzt drauf. Ne? Shadahay. Genau. Shadahay oder mit D? Shadahay. Shadahay, okay. Ne, hab ich jetzt drauf. Jan Shadahay. Das ist gut. Ja, war ja letztes Spiel schon, was jemand sagte, Shadahay. Das kann man sich dann ja fast merken. Ja, das war auch gerade meine Idee. So, jetzt hier schön durchgesteckt von Scheibi auf Leon Tornblüm. Tornblüm, sorry. Ah.
Ja, aber dann müsste er mit einem Schläger schlagen. Eigentlich gut gemacht, nachgeholt. Ja, aber kein guter Vorteil. Also ich finde auch, Robert Tickes sagt zumindest mal, könnte man pfeifen. Gut, haben sie gut zugemacht mit drei Leuten. Ja, die haben so ein bisschen den Björn auch ausgemacht, ja, als Schwachstelle da. Beziehungsweise eben jemand, der richtig, auch noch nicht so versiert ist. Richtig aufgepasst hier, da von Kane Russell gerade. So, jetzt geht's hier rechts. Gut, 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 gut. Trau dir was. Sehr gut gespielt. Sehr gut, so, das ist jetzt Platz. Jetzt hat er. Steil wie immer. Oh, da ist die Ecke. Und? Da ist die erste Ecke. Gibt es auch keine Diskussion, Beschwerden. Klar, war gut hier rausgespielt. Auch von Aiden sehr gut gemacht. Aber wäre fast noch eine Vorteilszene vom Chor gewesen, ne? Ja, aber ich glaube, das ist dann, wenn der Ball dann so in der Luft ist, auch richtig schnell zu pfeifen, wenn dann plötzlich noch einer das Ding Volley nimmt. Ja, nee, nimmt, das, war ne? auch kein, das war auch kein Vorwurf. Nee, nee. Aber hier unserem neuseeländischen Youngster fehlt ja noch das erste Tor. Glaube ich. Ja. Das wäre natürlich ganz schön gewesen. Ja. So, jetzt haben wir die von uns gewünschte Ecke. Mal gucken. Ja, ich finde es schön, Dieter van Puffel in der zweiten Schützen rechts zu sehen. Ja. Das ist, vielleicht ist das jetzt die Variante. Ja, wer weiß. Ja, mal gucken. So, gute Ausgabe natürlich. Oh, leider verstoppt. Ja, das. Da müsste es eigentlich vorm Kreis sein. Okay. Erstaunlich, dass die Ecken verstopft werden, weil wir haben das eigentlich heute auch bei den Damen gehabt. Das war ja gar nicht mal verstopft, er hat ihn nicht mitnehmen können. Oh, da kommt er halt gut durch. Oh, jetzt aber hier Konter. Ja, wobei Christopher Rühr allein noch weiterführt. Ja, trotzdem soll man ihn nicht laufen lassen, weil der ist irre schnell mit Ball. Oh, na gut, gut gestoppt. Oh, der ist natürlich gut, ganz wichtig. Gut aufgepasst von Jeroen Törnblom. War immer noch am Ball. So, jetzt aber wieder. Stürmen. Ja, schade, ehrlich. Da kommt eine gute Eckenchance, aber irgendwie war auf jeden Fall eine Ausführung nicht optimal. Also irgendwas nee. Stimmte nicht, weil also selbst dann war ja noch ein Schuss dann da. Ja, komisch, dass das, wie gesagt, heute auch der Damen, glaube ich, in zwei oder drei Ecken verstoppt. Eigentlich ist der Platz nicht gut zum Stoppen. Wer weiß. Ja, aber der Platz also muss technisch ganz sauber sein. Und wenn man leicht verrutscht, ist das manchmal schwierig. Ja. Stopp voll von Steibi. Christopher Rühr auf Mats Kramosch. Sagen von hinten von Tizi Müller. So, ja, Rühr holt sich die Bälle sehr, genau. sehr hoch. Der müsste jetzt aber übrigens gut haben. Audi Binder. Sehr gut gelöst. Oh, da geht der immer noch mal vor. Eigentlich hat er ihn. Oh, zum Glück dann aber durchgerutscht. Da müssen wir klarer dann spielen. Ein guter Ball gewinnen und dann ärgerlich dann den Ball wegzugeben. Das kannst du mir natürlich gegen die Rot-Weißen nicht erlauben mit den Leuten. Und, ja, Struthoff beschwert sich hier bei Michel. Ich weiß aber nicht, was da eigentlich war. Also. Läuft ein bisschen zu lange den Ball. Der geht ins Aus für uns. Sehr gut. Nee. Oh, noch stark geholt. Das muss man sagen. Sorry, den habe ich gar nicht gesehen. Aber ja, immer noch. Und nicht Raumdeckung hier, wird da gespielt. Gut, wieder mal nach hinten gearbeitet. Da ist er, jetzt haben wir ihn, sehr gut. Ja, mal gut zurückgeholt. Aber gut nach hinten gearbeitet wieder. So. Nochmal machen, keiner in der Nähe, ist gut
vernünftig gepfiffen. Aber jetzt müssen sie da was zwischenbringen. Oh, da ist er rein. Drin. Der geht rein. Der ist, glaube ich, sogar noch mal leicht abgefälscht worden. Ja, sehr ärgerlich. Weil der geht so ein bisschen zwischen den Hosenträgern durch bei Gasti. War jetzt auch ein bisschen hängende Köpfe da bei Polo. Ja, Christoph Bechmann moniert hier, dass er sagt, es ja, also runde Seite war, dass er deswegen so hoch geht und so eine Flugkurve kriegt. Hat sich hier gerade beschwert, wobei ich glaube, Michel Meister kann das von hier mit Sicherheit nicht sehen. Wenn, muss das Christian Bress von da drüben sehen, weil das direkt vor der Nase war. Aber also wir haben es von hier auch nicht sehen können. Nee, auf jeden sah Fall aber nicht. Komisch aus. Sah aus, als ja. Wenn er nochmal abgefälscht wäre oder so. Deswegen. Gut. Es hilft ja nichts, nee. Muss weitergehen. Haben wir zum Glück noch genügend Zeit. Dieser Polo hat eigentlich bisher kein schlechtes Spiel gemacht. Ziemlich und genau in der Mitte des dritten Viertels. Ja, man sieht das, Rot war jetzt gleich wieder mit drei Leuten. Presst dann sehr schnell, steht in der Raumdeckung. Wenn du dann den Ball hast, dann ist aber blitzschnell einer da. So, die Binder, ja, die Binder, genau. Und das ist auch sein Freistoff. So, jetzt ruhig mal ein bisschen mutiger. So, jetzt kommt der hohe Ball, aber nee, der geht davor. Ja. Leider nicht lang genug. Das ist für Philipp Holzmüller jetzt kein Hexenwerk gewesen. Nee. So, dann ist es jetzt gut abgefangen. Jetzt schnell ausgeführt. Ja, Nick Wutz überlag wohl nie. Muss er nochmal zurück. Er so, ist, sehr, ist, der ist sehr schön. Den hat er. Runter? Ja. Gut. Da müsste. Ein gutes Brett gelegt, ja, muss genau. Man sagen. Sehr gut gelegt. Das war, glaube ich, Höchemann. Nochmal rechts gucken. Ah, okay. Sie sehen es natürlich von oben. Ein bisschen besser. Jetzt steht Niklas Passer auf rechts. Der ja, der ist aber Ball. Auch schön. Und jetzt aber. Der muss. Oh, da ist aber die Ecke, Ecke zumindest. Ja. Daran sieht man dann, dass Nick Wutz kein gelernter Stürmer ist. Statt da volle Kante abzuziehen in dem Moment, muss er dann doch nochmal ziehen, aber er holt wenigstens die Ecke. Ja, irgendwie können wir beschweren sich. Ich glaube, sie hat aber vorher die Aktion gepfiffen und nicht. Die zeigte dann irgendwie vorher an. Und ich denke mal, dass sie es jetzt auch nicht zurücknehmen wird. Mhm. So, sie zeigt an, Schläger schlagen. Ja, es ist halt, die 40 Sekunden sind jetzt gleich um. Und dann müssen eigentlich auch Gramusch und Thies Prinz an der Mittellinie sein. Jo. Weil es würde sonst bedeuten, dass... Gut, solange die Zeit natürlich steht, hat jetzt zumindest kein Dreck. Ja, genau. Also Christian Bress sagt auch nochmal, seht mal zu jetzt. Ah, abgelaufen von Holzmüller. Ah, gut abgelaufen, muss man anerkennen. Ja. Das ist natürlich jetzt dieses Thema, machen die natürlich gut zu den Schuss, verlassen sich natürlich sehr darauf. Und da muss man jetzt auch mal gucken, vielleicht gibt es dann doch mal die Idee von der Variante. Weil es ist ein bisschen so, jetzt geht es hier über rechts gut. So, jetzt schlänzt aber ja, Polo noch passt, mehr. Der das passt. Oh, ja, ist natürlich ärgerlich, wenn er direkt vorher aufkommt. Schwer, ja, für Jeremy Golden, den zu stoppen. Ja, entweder hast du ihn vorher in der Luft oder dann wird's, sonst wird's natürlich, echt, wird er natürlich auch schnell auf dem Platz. Ja, der durfte auch nicht weiter ranlaufen, weil er sonst den Abstand zum Verteidiger verkürzt hätte. Aber hatte, da hinten hat er den Vorteil. Ist aber auch echt, das ist schwierig. Sehr gut aufgepasst. So, den müssen wir jetzt haben. Gut, von Leon. Tandung, ja. Und hallo. Da. Guck. Ja, Chilley. Nehmen. Spiel weiter, genau. Mal gucken. Oh, schöne Drehung. Ja. Also das würde ich mal sagen. Da wird Hugo Inglis rausgepusht. Aber Michel sagt ganz klar,
Das war nix. So, scheint sich mal die Große, der geht. Ja, der. Bleibt hier im Feld. Oh, guter Ball. Sehr guter Ball, ja. Aber schlecht angenommen. Das war Henrik Siegburg vorne, der den nicht verarbeiten konnte. So, den müssen wir jetzt haben. Gut gespielt. Schon eine runde Seite. Aber das beeindruckt mich schon bei Rot-Weiß Köln. Also die lassen ja die Leute schon annehmen und dann sind sie immer so blitzschnell mit drei Leuten und pressen zu. Ne? Unangenehmes Pressing, was sie machen. Und das ist eben sehr erfolgreich auch. Ja. So, da geht es natürlich jetzt Lösungen zu finden. Also entweder vielleicht dann über die Abwehr mal mit dem Schlenzball. Ja, die Chancen waren ja jetzt da, also das ist auch gut angenommen. Oh, kein Abstand gehalten, genau, gut gepfiffen. So, jetzt, so, und jetzt Nick Wurz. Oh, der ist schön. Ja, den drückt er durch. Ja, aber gut, aber sauber geholt. Genau, gut. Ja, da sind die Bretter auch alle unten bei Knall, ne? Absolut. So, den sollten wir wieder haben. Ja, den hat Aiden. Schöner langer Ball. Ah, oh, stark reingetaucht von Holzmüller. Gespielt, hier die rechte Seite, oh doof. Ja, versprungen. Schade, sauber geholt, aber. Ja, die kennen sich auch gut. Bossa von Watzkur, beide bei Mülheim zusammen gespielt, jahrelang. So, 2,5 Minuten noch hier im dritten Viertel. Ah, gute Arbeit von Paul. So, das hast du. Jetzt kommt das natürlich Steibi. Steibi gegen Jojo Große. Oh, ja, ah, doch, gut. Der kommt aber. Nein, das ist echt. Ah. Das hat Aaron Flatten aber auch geil gelesen, ja, muss man aber sagen. Trotzdem so viel. Ja, gut. Das ist immer einfach von hier oben, aber da musst du halt, also so ein Konter, 2 gegen 1. Ja, der zweite kommt noch dazu. Dann musst du einfach bei der Klasse von allen, musst du einfach mehr rauskommen. Da kann man. Den Anspruch haben wir natürlich schon. Ist klar, es sind Drucksituationen, aber. Ah, ich fürchte, dass das die Karte gibt. Aber sie pfeift eine Ecke und sie darf gar keine Ecke pfeifen. Nee, das. Sie hat auch, glaube ich, keine Ecke gepfiffen. Doch, sie hat angezeigt. Achso, ja, jetzt pfeifen. Nein, sie hat gepfiffen. Achso. Sie kann es, darf es eigentlich nicht pfeifen. Achso, okay. Und das war, glaube ich, nicht dachte, so ganz Karte, klar, oder? Weil Kane wohl irgendwie gar keinen Pfiff gehört hatte. Aber sie darf eigentlich die Ecke nicht pfeifen, sondern nur anzeigen. Sehr früh allerdings verschoben nochmal, das Pärchen. Stark gehalten. Ganz wichtig natürlich jetzt, dass wir hier noch drin sind im Spiel. Gegen Struthoff. Gut gemacht. Gut gelöst. Ja, Köln moniert natürlich absichtlich ins Haus gespielt, ja, aber, gut, das war albern. Sagen, das finde ich jetzt auch ein bisschen albern. Guter Ball von Große, Abstand halten. Ja, stark gemacht. Oh, ärgerlich. Würde man sagen, Glück gehabt. Ja, kann man auch gefährlich angreifen. Oh,
Oh, hier gibt es jetzt die zwei zusammengelaufen. Ich glaube. Ja, aber sollte. Henrik Siegburg. Ja, aber es war jetzt keine Absicht. Nein, weil, weil der genau. Kölner Trainer sich hier aufregt, soll sich einfach zurückhalten. Er hat es nicht gesehen, aber motzt einfach rum, ist überflüssig. Ja, ja, so aber einfach, er entschuldigt sich jetzt, glaube ich. Ja, gut, aber es ja, ist trotzdem überflüssig, ja. Ja. Er kriegt jetzt auch. Und die beiden Spieler sind eigentlich am entspanntesten. Ja, 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 das ist auch. Aber ich mag dieses Aufhetzen von draußen. Das kennen wir von anderen Sportarten, das braucht hier kein Mensch. Aber die Schiedsrichterin wird ihm eine Karte geben, weil sie hat sich natürlich beeinflussen lassen. Weil sie zeigt da jetzt an mit irgendwie. Nee, Bulli. Ah, Glück gehabt, weil sie eben hat sie gesagt, als sie. Ich dachte, sie gibt eine Karte, weil sie Ellbogencheck angezeigt hat. Aber ich würde es jetzt halt auch mal dabei belassen. Aber man muss den Zuschauern noch einmal erklären, wir können hier keine Zeitlupen sehen. Deswegen, wir haben den ersten Eindruck und den kommentieren wir. Genau. Zu Hause kann man vielleicht, hat man jetzt die Szene noch zwei, dreimal gesehen. Ich weiß es nicht. Gut, auf jeden Fall gibt es Bulli. Und dann ist man auch schlauer als wir. Und wenn ich das richtig verstehe, gibt Kohle den Ball jetzt dann zu Rot-Weiß. Ja. So, geht es jetzt hier weiter. 40 Sekunden noch. Entspannt, weiterspielen. Vierte. Genau, ohne Aufregung hier. Ja. Also Henrik Siegburg konnte auch ohne Probleme weiterspielen. Ne? Das ist also ja manchmal dann auch so der erste Schreck so ein bisschen. Und das ist halt auch das Ding, wenn hier so mit so viel Speed unterwegs die Jungs, dass das dann, wenn man da zusammenläuft, dann tut das auch richtig weh. Also das ist ja nicht. So, 15 Sekunden noch. Da wird jetzt nicht mehr viel passieren. Genau. So, jetzt geht es darum nochmal. Tizi Müller holt sich den Ball. Ja, das wird jetzt natürlich entspannt runtergespielt. Ja, genau. Genau. So. Ja, gut. 1-0 für Köln. Ja, nicht zwingend notwendig irgendwie eine. Nö. Aber jetzt vielleicht bei uns ein bisschen ärgerlich dieses Thema Ecken, was ja eigentlich immer ganz gut klappt. Und gut abgelaufen von dem Holzmüller, ganz sauber mit dem Schläger. Und ja, jetzt wird es immer wie immer die Frage sein, wann wird man das alles ein bisschen öffnen, ein bisschen über den Torwart nach Ausnahme nachdenken. Natürlich jetzt noch nicht. Aber jetzt steht es 1-0, jetzt wird es natürlich irgendwann, musst du natürlich aufmachen. Ja, dann ist es egal, ob du hier 2 oder 3-0 verlierst. Genau. Du willst hier halt, wenn, dann möglichst noch ins Penalty schießen und vielleicht einen und vielleicht sogar noch einen zweiten Punkt mitnehmen. Ja. Das lohnt sich ja bei einem 0-1, absolut. Da jetzt nochmal ordentlich was zu versuchen. Ja. Also insofern, glaube ich, werden wir auch ein ambitioniertes viertes Viertel sehen gleich. Ja. Ja, und das, wie gesagt, die sind natürlich dann immer, Konter sind natürlich immer möglich. Das ist klar bei den starken Spielern, die Jungs haben da in Köln, aber wir haben auch ein paar ganz gute in unseren Reihen. Ja. Ah, hier bei Polo sind schon fertig. Nochmal alles reinhauen. Gibt hier gerade einen Smalltalk zwischen Niklas Bossachow und Wolfgang Kluth. Hab's leider nicht verstehen können. Freundlich oder? Sehr freundlich, sehr lustig. Alles klar. Weiß nicht, was das war. Es war bestimmt irgendwas ganz modernes, hockeytechnisches. Ja. Was Kluth jetzt gelernt hat. Er ist einer der lustigsten Leute, die ich kenne. Witziger Typ. Der ist auch so, das ist die Seele der Mannschaft halt, ne? Das ist der dann für die Stimmung sorgt, für die gute. Ja, absolut. So, 15 Minuten nochmal Vollgas jetzt. Ich hoffe, dass jetzt, wie gesagt, wir nochmal eine andere Chance bekommen. Auf geht's nochmal.
So. Eine bekommen, eine reinmachen, ist auch genau. Okay. Genau. Ja, genau, das wäre auch gut, da hast du natürlich recht. Die Chance selber nützt uns nicht so viel. So, Köln weiter, aber sehr offensiv. Geht jetzt ran, wieder dann mit drei Leuten drauf. So. Da meinte er, es wäre Fuß. Ja, ich glaube, es war aber keiner. Boah, den hätte Wutz haben können. Prinz. Sehr schöner, langer Schlenzer drüben raus. Ja. Ecke holen, aber freches 3D versucht. Hat aber nicht geklappt. Gut abgeholt. Das sind jetzt aber die Zweikämpfe, müssen wir gewinnen, dürfen nicht viel zulassen hinten. Einfachen Fehler vermeiden. Alles immer einfach gesagt. So, jetzt geht's weiter hier. Nach rechts Ball bringen den Ball. Den kennen wir da nicht so wirklich. Kann aber auch mal passieren. Wichtig, dass nach hinten gearbeitet wird. Der ist natürlich sehr frei. Ja. So, das ist natürlich, war so eine, also erstmal natürlich ein tolles Tor. Toller Schuss, muss man sagen. Also knallhart. Sofort abgezogen vom Kreisrand, Elia Matzkur und dann eben links halb hoch. Ja, war unhaltbar. Er war ja noch dran sogar, aber. Ja, unhaltbar im Endeffekt. Und war dann, das war so eine, ja, so eine Kette von Fehlern hier. Erst ein Fehlpass, dann irgendwie nicht so richtig aggressiv rangegangen. War einfach zu passiv, muss man echt sagen. Und jetzt wird es natürlich sehr schwer. Extrem, 0-2 gegen sagen, Köln. Genau. Ja. Bei der Aggressivität, die die auch auf den Platz bringen, jetzt hier wieder. Da musst du erstmal vorne überhaupt rankommen am Kreis. Ja, absolut. Aber gut, hilft ja nichts weitermachen jetzt. Nein. Also dafür sind sie immer noch gut genug. Ja, wie gesagt, Rot-Weiß weiter, relativ offensiv. Auch in der Defensive geht vorne drauf. Und jetzt müssen wir uns hier ein bisschen was zutrauen. Genau. Und sehen, dass wir hoffen, dass wir dann eben auch. Jetzt können wir den links rüber spielen. Ah, schön gemacht. Ach, da ist. Genau. Gut gemacht. Schön. Aber sauber geholt. Ja, gut abgeholt von Sieg. Aber wieder, trotzdem wieder von Didi gut geholt. So, das. Nick Wurz guckt. Macht das aber dann ganz souverän, auch wenn er da einmal abgelaufen wird. So, jetzt müssen wir jetzt schön breit hier machen. Niklas Bosshoff jetzt. Ganz frei. Das sind die Dinger, das meinte ich, die sind natürlich echt hart. Leider ein kleiner Ast. Was auch immer das war. Ungewöhnlich. So, das dauert jetzt relativ lange, finde ich. Köln wechselt halt durch. Ja gut, aber dann müssen wir trotzdem weiterspielen. Ne? Also wechseln heißt ja nicht Pause machen. Ja, Florian Adrians hier mit dem Ball zurück. Ja, da spielen sie schon gut, muss man auch sagen. Sehr souverän. Da ist aber der Fuß. Da war ein Fuß, genau. Und jetzt muss er ihn noch liegen lassen. So, und jetzt mal den Konter ausspielen. Gut gemacht von Leon. Ja. Nick wurde es mitgenommen. Der war da ein bisschen ungenau. Ein bisschen unglücklich auf die Rückhand gepasst. Auch gegen den Laufweg. Oh, stimmt. Ja, war sauber geholt. Ein Foul. Aber natürlich geht ins Aus. Wir müssen aber diese Zweikämpfe jetzt gewinnen. So, das ist genau das, was wir brauchen. Genau, sehr gut von Tizi, der sich dann einschaltet. Oh, da ist der Schubser von Adrians. Also. Ich hätte auch gesagt, dass es außerhalb war, aber. Sie zieht ihn wieder nach innen, dann das heißt, darf er eben nicht direkt im Kreis. Genau. Ja.
Das ist immer das, was man dann als angreifende Mannschaft hofft, dass er noch vor der Viertellinie war, dann kann man direkt den Kreis spielen. Ist natürlich viel gefährlicher, als wenn er noch 5 Meter überbrückt werden muss. So, hier wäre jetzt wieder Bossi ganz außen frei. Den sehen sie zu selten. Jetzt könnte er ihn wieder anspielen. Ah, der Prinz macht ja, das aber ganz gut. Der ist in der Schnittstelle, wo du mal sagst, ja. Ist dann auch so Gefahr, ne? Dass er dann so das... Oh ja. Ja, wir machen leider jetzt auch ein bisschen zu viele individuelle Fehler. Muss man leider auch sagen, verstoppt da mal einer. War eigentlich ein guter Ball. Dadurch, dass Niki Bossoff sich so weit außen anbietet, wird natürlich in der Mitte eine Lücke frei. Und hat Kane eigentlich ganz gut angesetzt gerade. Gut geholt von Wutz. Ja, das sah natürlich clever aus hier. Da ist er. Sehr. Das ist genau das, was wir jetzt machen müssen. Genau. Gut geholt. Und jetzt Inglis auf Tarn Blom. Und jetzt muss er mal die Ecke wieder ziehen. Da hat ihn... Mann, oh, das sind dieser gerade... Ja, diese Paul Fehler. Hat heute keinen Touch echt da, kein, leider. Kein Glück. Nee. Zu viele Bälle, weil das ist ja eine super Chance. Und das ist natürlich dann, du hast einfach natürlich gegen eine Mannschaft wie Rot-Weiß nicht so viele Chancen. Du hast vor allem nicht die Zeit, ne? Da steht man im Rücken zum Tor, der überlegt natürlich in dem Moment, hole ich eine Ecke, kriege ich ihn irgendwie noch auf Tor und dann sind die aber schon da. Dann ist er halt weg. Das ist halt, das mag mal gegen Frankfurt 80, kannst das machen. So, gut geholt jetzt. Von Aiden Sarikaya, genau. Ja. Auch ein taktisches Foul, ne? Kann man eventuell auch bestrafen. Aber gut. Ungewöhnlich, ne? Das sind so die Sachen, die heute ungewöhnlich sind, die wir eigentlich nicht so kennen. Dass die Bälle so verspringen und Da war der Stockfall von Steibi. Doch, war leider. Ja, na gut, als sagt halt Schläger stellen. Ja, er hätte es eigentlich lassen können, weil ich glaube, dass der Ball war eigentlich schon bei uns. Den hätten wir schon gehabt. Sind ein bisschen, also ein paar Spieler von uns kommen nicht so gut mit den Schiedsrichterentscheidungen klar heute. Was dann letztendlich jetzt uns auch nichts weiterbringt. Ich weiß es selber, mein Spieler weiß es ja selber, wie man genervt davon ist. Es bringt bloß leider nichts. Ne? So, jetzt nach vorne. Gut gemacht. Ja, genau. Rausgedreht. Jetzt wollen wir es holen, ne? Die Ecke wäre gut. Ja. Da ist die Ecke. Ah, Höchemann will es nicht wahrhaben, aber... Ja, sie sagt absichtlich, weil das eine aktive Bewegung ist. Gut, die Kölner sind natürlich wahrscheinlich ein bisschen unzufrieden, weil wir auf der anderen Seite von dem Björn das auch hatten, von unserem Spieler, wo sie auch moniert haben, dass er ihn absichtlich ins Ausgespielt hat. Ja, aber das waren aus 8 Metern. Nee, okay. Er hat versucht, Richtung Eckfahne zu kommen. Also das hier war jetzt... Ich habe es auch nicht genau gesehen. Aber sie sagt, der aktive Bewegung bei dem Abwehrschlag, das war für mich so zu deuten. Und das ist natürlich auch immer so ein echt schmaler Grat. Ja. Auch, also ist auch nicht so, dass es volle. Egal, soll uns recht sein. Genau. Jetzt freuen wir uns drüber. Jetzt wäre es natürlich nur gut, jetzt so 7,5 Minuten Verschluss. Das ist natürlich gut, wenn wir jetzt dann drauf hätten. Oh ja, okay. Also das ist dann, nämlich so ein bisschen an das Spiel unserer Damen heute. Irgendwie soll es dann auch nicht sein. Da auch ganz viele Chancen, Ecken gehabt und irgendwie... Danneberg war relativ tief, also insofern war die linke obere Ecke war auch frei. So, jetzt hat Robert Tickes gebeten, dass wir jetzt den Torwart auswechseln können. Das heißt, Niklas Garst geht runter für die letzten 7 Minuten. Das ist natürlich eine lange Zeit, aber bei 2 Toren Rückstand musst du jetzt auch was tun. Ja, insofern. Absolut. Also jetzt musst du halt sehen, ein bisschen mehr in die Manndeckung gehen. Dann hast du natürlich jetzt mit Köln eine Mannschaft, die das eben auch ganz schnell bestrafen kann. Genau. Also das ist schon ein hohes Risiko, aber das ist das, was du auch eingehen musst dann. Ja, also jetzt haben wir ja nichts mehr zu verlieren und ob das dann... Ah, machen die schon ganz clever im Moment. So, Rühr guckt jetzt schon für einen langen Schlenzer. Genau, das muss natürlich auch dann sehen.
Und den, ach, also ja, den Stopp ist natürlich ein geiles Ding, also wirklich auf den Punkt, ne? Starker Schlätzer, würde ich sagen. Also auch, mein, er ist ja gelernter Stürmer, eigentlich, der kann ja auch echt einen guten Ball von hinten rausspielen. So, jetzt baut Polo das natürlich auf in Überzahl. So, und jetzt würde ich mir da wünschen, dass wir da uns ein bisschen was zutrauen, weil wir sind halt hier einfach auch Niki Bosshoff mit seiner Technik, muss jetzt einfach sehen, dass er hier rechts, das Ding natürlich auch nicht auf rechts holen. Genau, das ist natürlich gefährlich. Mats Grambusch gut abgefangen. Ja, das ist jetzt Justus Warwick, der Youngster. Mats Kur, gut durchgespielt, aber schön geholt von Enzal Kaya, hätte ich jetzt gesagt. Mann, Mann, Mann. Ja, Christoph Bechmann auch nicht zufrieden. Ja, weil das ist nur, weil es ein bisschen klackt. Also das ist, dann ist es ja nicht immer gleich ein Schlägerfoul. Wenn Ball und Schläger, wenn du den triffst, dann ist es halt eben, klackt es halt. Das ist immer so schnell, wird das gepfiffen. Ja, Warwick zieht ihn sich da jetzt in die Ecke. Jetzt hätte man ihn, genau, jetzt ist zwar auch das Foul in die andere Richtung, der Schlägerfoul. So, jetzt wäre drüben Krümel Bartels ganz, ganz frei, wenn der Ball da mal hoch rüberkommt. Aber kommt dann leider nicht. So, das sind jetzt hier die Spieler mit ihrer individuellen Klasse. Aber jetzt muss auch jemand kommen und helfen. Ja, aber jetzt Stock voll, da noch ein Stock voll, genau. Alles ist jetzt und auch Ball auch noch weg. Ja. Gut, also jetzt muss man nur, ist natürlich, wenn Leon sich da so gut durchsetzt, dann muss natürlich auch dann jemand helfen, ne? Ja. So, das ist jetzt so, gut jetzt gespielt. Jetzt muss man nach vorne gehen, über Leon, weiter die Linie, genau, oder so. Gut geholt. Achimar drückt da. Ah, wir kommen aber nicht zwingend da rein. Nee, das war jetzt so ein halbgarer Ball. Ja. Nochmal Achimar. Wird er ihn wieder los? Nee, gut gemacht. Ja, ins 3D. Viel mehr Chance hat er da auch nicht. Nochmal. Ja. Ja, schwer. Ist auch schwer, dann kannst du auch nicht zu lange warten. Jetzt kommt der Schlenzer hier, den müssen wir jetzt abholen. Ja, das ist kein Abstand. Ja, das ist kein Abstand. Genau. So, jetzt links hart raus. Oder so. Ja, sie hatten jetzt Tizi Müller ein bisschen aufgelöst. Jetzt ist er doch wieder hinten rein. So, wir müssen jetzt hier auf die rechte Seite kommen mit Wasserhof. Genau, der wird jetzt der entscheidende Mann. So, die müssen es jetzt hier spielen. Ja, ist einfach. Ja, Leon brennt sich da fest. Ja. An Florian Adrians. Mats Grambusch. So, gut geholt. Geh los, genau. Geh los! Das müssen wir halt nutzen, wenn er da so langsam gut abgefangen. Ja, Philipp Holzmüller macht eine gute Partie da auf, ja, rechts, muss man sagen. Ja, ein guter Mann. Sehr, sehr gut am Ball. So, jetzt wird es auch langsam, 3,5 Minuten. So, jetzt für Aiden, jetzt muss er Nick mitnehmen. Schnell genau, hier ist genau Leon. Aber Mats ist schon wieder vor ihm, ne? Der ist echt dann auch wahnsinnig schnell wieder da. Ja, das sind jetzt. Okay, der ist tatsächlich noch drin. So, Ball. Hey. Naja, aber hier hinten halt. So, jetzt die letzten 3 Minuten. Ja, müssen natürlich schon langsam ein schnelles schnell. Tor und dann in der Endphase. Also, das ist natürlich immer das, was man hofft. Ach, ja, für den Halbverein. Genau, es hilft jetzt und wir sind auch nicht nochmal nach. Genau. Gut Tempo aufgenommen. Aber Jojo Große leider ziemlich gut abgefangen da. Genau, stehen auch gut da. Wir kommen auch nicht so, haben auch noch keine Kreissituation gehabt, seitdem wir Überzahl haben, muss man auch sagen. Waren nicht einmal richtig im Kreis. Nee. Und das können wir eigentlich immer Überzahl ganz gut spielen, aber ich weiß, mach's gut jetzt vielleicht. Aber leider im Aus. Über die Linie, ja. Ja, also. Ist auch schwer, also gegen diese Mannschaft echt schwer, die wahnsinnig, wahnsinnig stark verteidigt. Finde die haben unter André Henning schon in Richtung starke Defensive gearbeitet. Offensiv waren die immer schon gut, aber
biestiges Verteidigen hier und das zahlt sich dann auch aus. Ja, wir verlieren jetzt auch zu viel Bälle. Da fehlt jetzt auch da ein bisschen die Kraft von gestern und Köln macht es jetzt auch clever. Also muss man auch sagen, das ist jetzt 31. Ich glaube, da braucht man nicht so ein Prophet zu sein, dass das nicht mehr zu biegen ist. Aber mir gefällt gut, dass sie es halt tatsächlich bis zum Schluss versuchen und genau. Daran glauben, obwohl es zwei Tore sind. Ja. Und ja, also gut, ist ja schon, kann man ein bisschen Fazit schon ziehen. Aber trotzdem ein schönes Spiel. Jetzt holt sich Steibi den nochmal da von Timur. Und aber dann, ja, da gibt es noch einen Schubser, genau, ja, da gibt es dann also die Karte auch das noch war mal. Klar. Gut, das ist jetzt für eine Minute immerhin eine Überzahl. Was war es sogar, gelb? Ja, ich weiß es immer nicht. Ist was ja egal, ist. Weil es nur eine Minute zu spielen ist, dann ist die Kartenfarbe auch völlig wurscht. So. Aber zu Recht sagt, also gelb verstehe ich jetzt auch nicht, es macht keinen Unterschied mehr. Aber trotz allem ist es natürlich. Wir müssen in den Kreis jetzt. Es hilft ja nichts mehr. Aber gut, da stehen sie einfach gut. Ah, Jojo Große fängt den wieder ab. Der macht das schon ziemlich genial. Ja, gut, also. Fürchte, 40 Sekunden, das ist schon. Wir können schon ein kleines Fazit ziehen. Ja, also, ich denke, das entscheidende Phase war natürlich nach dem. Du kommst dann irgendwie. Genau. Kommst irgendwie raus und sagst, willst jetzt nach dem 0-1, jetzt willst du schnell loslegen, willst dann also rankommen und dann kommt genau. Zu schnell einfach das. Nein, es war hier relativ klar, das Team, das das erste Tor schießt, hat hier einen massiven Vorteil und wird das hier wahrscheinlich auch gewinnen. Ja. Dafür war es einfach auch viel zu eng. Und sie haben beide super gut verteidigt und dadurch, dass Köln halt das erste Tor gemacht hat, geht dann auch der Sieg jetzt in ja, Ordnung. Klar, aber wie gesagt, das ist ein Problem, aber wenn du dann im vierten Viertel willst du dann nochmal loslegen und kriegst dann so schnell das zweite Tor, ja. Das war natürlich echt bitter. Aber trotz allem. Ja, aber ist auch, also hier das Hamburger Publikum honoriert das, also ja. War ein tolles Spiel, sehr, sehr schön anzugucken. Unglaublich technisch stark, schnell, kämpferisch. Hat schon Spaß gemacht, da waren viele schöne Aktionen dabei. Bei uns muss man sagen, wie gesagt, Ecken nicht gut. Nee. Also ich weiß, die Erwartungshaltung ist natürlich auch mal riesig, aber sie waren im Endeffekt wahnsinnig gut. Teilweise nicht gut ausgeführt, dann nicht so gut geschossen. Gut, die Kritik muss ich auch am Kane Russell natürlich stellen, das ist logisch. Ja. Von draußen können das natürlich immer einfach so sagen. Man kennt die Situation, man will es dann auch ein bisschen mit der Brechstange. Ja, und ich meine, die Erwartungshaltung hat er ja selber erzeugt mit dem Dreierpack gegen UAC. Völlig wo er richtig, drei Tore. Ich denke dann immer nur, ja. wenn man sich die Ausläufer da so drauf einstellen will. Sie haben zum Schluss immer ein 8 gegen 4 und dann kann man auch mal vielleicht eine Variante spielen. Ja, aber stimmt. Das ist dann eben so drin. Und aber ist auch okay. Ah, Steibi humpelt hier vom Platz. Ja, glaube, er hat gerade gar nicht zum Schluss noch einen Ball vom eigenen Mitspieler schön den Fuß bekommen. In die Hacke bekommen, ja, genau. Ja, aber, na gut, das wird dann eine Prellung sein. Ja, okay. Gut, also, wie es immer so ist, es ist ja immer so schön, wenn man dann gestern so einen Tag hat, wo man beide Spiele gewinnt. Jetzt verlieren heute Damen und Herren, das ist natürlich dann echt ärgerlich. Und man sieht auch, das Publikum klatscht anerkennend. Ja. Weil sie jetzt haben sie auch nicht gehen lassen. Und nein, ist ein bisschen Tick mehr individuelle Klasse ist dann schon auch da bei Rot-Weiß. Die machen die Dinger dann da super rein. Oder heute zumindest war es so, dass die individuelle Klasse sich dann doch so ein bisschen durchgesetzt hat. Weil eigentlich hat man sich ganz schön neutralisiert, wieder defensiv stark gearbeitet, beide Teams. Und die machen halt eben dann ihre Dinger heute rein. Und das muss man dann auch anerkennen. Und da war jetzt, wir sehen gerade die beiden Schiedsrichter, die auch, finde ich, eine gute Leistung gebracht haben. Es gibt immer Situationen, wo man dann sagen muss, aber du sagst es auch ganz richtig, es ist ja immer echt heftig, wie schnell das einfach auch geht. Ja. Hockey ist so schnell geworden, das ist echt irre. Deswegen also muss man das auch so ein bisschen dann auch, ist das zu verzeihen. Ich finde, insgesamt haben sie heute eine sehr gute Leistung gebracht. Ja. So, jetzt heißt es sich bei den Herren und wie gesagt bei unseren Damen aufrichten. Nächste Woche geht es für die Herren Doppelspieltag Mannheim und unsere Damen fahren nach Leverkusen und zu Bonn. Also da wollen wir natürlich wieder was wiederholen, das müssen die Herren dann auch machen. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht Grund, total enttäuscht zu sein. Es ist eine starke Mannschaft, Rot-Weiß Köln. Ja. Wie gesagt, die haben ihre Chancen dann einfach direkt und schnell genutzt und das fehlte heute also ein bisschen. So, jetzt wird sich hier nochmal zusammengerauft und dann wird man sich noch ein paar Sachen sagen. Und wird sich jetzt dann auf die Trainingswoche nächste Woche wahrscheinlich wieder noch schnell wieder loslegen.
Und es gibt ja kaum Zeit zum Ausruhen. Ja, vielen Dank an dich. Ja, vielen Dank hier an alle, die Technik gemacht haben. Ballkinder, alles gut gemacht. Und ja, genau. Jetzt gibt es noch trotz allem noch einen schönen, Wochen dann wieder. Schönen genau. Grottenschluck. Hilft ja nichts, ne? Du ja, kannst ein Grottenschlückchen nehmen, das sehe ich hier für dich. Ja, trotzdem Spaß gemacht. Bin ich raus. Alles klar. Vielen Dank. Also, auch da draußen. Einen schönen Sonntag allen für alle noch. Noch einen schönen ciao, Sonntag. Ciao. Genau. Bis dann.